Hier in Washington ist sie sicher. Deborah Peters stammt aus Chibok, dem Ort in Nigeria, in dem im April die mehr als 200 Schülerinnen verschleppt wurden. Ihr Vater war dort christlicher Gemeindepriester, als vor über einem Jahr Kämpfer der Terrorgruppe Boko Haram in ihr Haus einbrachen. Mein Vater weigerte sich, seinen Glauben zu leugnen. Sie haben ihn dann dreimal in die Brust geschossen. Mein Bruder schrie: Was hat euch mein Vater getan? Daraufhin erschossen die Terroristen auch ihren kleinen Bruder. Deborah entkam. Über Umwege gelang es der 14-Jährigen, in die Vereinigten Staaten zu fliehen. Hier ist sie bei einer Gastfamilie untergekommen. Deborah kennt viele der 200 Schülerinnen, die Boko Haram entführt hat. Für deren Freilassung setzen sich in Washington viele ein. Die First Lady, Michelle Obama, sowie andere Politiker. Was da passiert, ist teuflisch. Wir müssen alles tun, um die Mädchen zurück nach Hause zu bringen. Der Präsident handelt richtig, indem er mit unseren Verbündeten alles tut, damit die Mädchen freikommen. Get these girls back to their families in a safe way. Der Menschenrechtsanwalt Emmanuel Ogebe ist gerade aus dem Grenzgebiet von Kamerun und Nigeria zurückgekommen. Dort war er auf der Suche nach den entführten Kindern. Die Hoffnung ist gering, aber trotzdem hoffe ich, dass den Mädchen nichts passiert ist. Wahrscheinlich ist Boko Haram mit den Geiseln irgendwohin weitergezogen. Die Terrorgruppe ist unnachgiebig. Die werden nicht warten, bis das Militär kommt. Lange hat Deborah Peters über ihre traumatischen Erlebnisse geschwiegen. Jetzt ging sie vor die Presse, um sich für die Freilassung ihrer Freundinnen einzusetzen.